So, Freunde, und jetzt geht's auf nach Ostrau zum Spargelhof Schertenleib und ihr kommt mit. So, Freunde, frischer Spargel, frische Kartoffeln vom Biohof Schertenleib und was wir daraus kochen können, das zeige ich euch jetzt. So, ihr Lieben, frisch vom Spargelhof Schertenleib geht's jetzt in die Küche und jetzt kochen wir ein leckeres Spargelsüppchen. Also folgt mir. So, ihr Lieben, der frische Spargel ist jetzt hier im Kochstudio in Konradsdorf und jetzt kochen wir unsere sensationell cremige Spargelcremesuppe. Das möchte ich euch zeigen und zwar kommt dazu noch ein schönes Kräuteröl, frisch geschnittene Kräuter aus dem Kräutergarten heute und geröstete Pinienkerne on top. Also, zuschauen! Und als erstes setzen wir uns den Spargelfond an, geschälte Spargel, die Spargelschalen mit Wasser, mit Zucker, mit Salz und ein bisschen Zitrone ansetzen, einmal aufkochen lassen und ziehen lassen. Und dann machen wir den Spargelsuppenansatz. Also schaut zu! Kocht nach, viel Spaß dabei und lasst es euch im Anschluss gut schmecken.
So Freunde, kleiner Tipp, den Spargelfond, den übrigen, hier einfach in so ein Schnappglas rein und dann habt ihr fürs nächste Mal schon was auf Vorrat. Das so am Rand, kleiner Tipp. So Freunde, die Spargelcremesuppe ist fertig, sensationell lecker, schön cremig, geröstete Pinienkerne dazu und ein frisches Kräuteröl. Also ihr Lieben, der Rizzo ist raus, viel Spaß beim Nachkochen, wenn ihr Fragen habt, ruft mich an, schreibt mir eine Mail und ansonsten denkt dran, immer schön Rizzo bleiben. Ciao, macht's gut.